Moin, moin, mal wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, ihr fragt euch, was sehen wir hier? Wir sehen ein paar Krater und ein bisschen Ruinen. Und ja, ich wollte euch meine neueste Errungenschaft vorstellen. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe schon lange überlegt, mir die zu holen. Schon seit der Messe in Essen, als ich bei Kraken oder Kraken Wargames am Stand war. Und die netten Jungs mir den Mund da so ein bisschen wässrig gemacht haben. Ja, ich wollte eigentlich einmal bei der Messe gehen nochmal und zum nächsten Automaten und dann die Matte noch holen. Aber ihr kennt das ja, Messe essen, Kohle in der Hand, oh geil, 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 Kohle weg. So, deswegen dachte ich, ach komm, jo, nimmst du dir da irgendwie ein, zwei Messeneuheiten mit, ne? Und dann holst du dir die wann anders. Jetzt habe ich es endlich gemacht. Und ja, hallo Schatzi, also nicht wahr? Falls du dir das Video gerade anguckst, ja, ich habe sie mir gekauft. Es tut mir auch leid, aber sie ist wunderschön. Naja. Ich rede von der geilen 6x4 Matte von Kraken Wargames und da wollte ich euch mal kurz entführen und wir schauen uns die mal hier an im Detail und ich finde das Ding echt hammergut. Ich habe leider kein Tageslicht mehr zur Verfügung, um euch das zu zeigen, aber mit indirekter Beleuchtung und direkter Beleuchtung von oben denke ich mal, sieht man das auch sehr, sehr gut, wie detailliert die Platte ist. Die Matte ist und ja, die Matten von Kraken, die werden ja nach einem besonderen Verfahren angefertigt und zwar werden da erst Platten gebaut und diese Platten werden dann abfotografiert und dann mit dem Computer nochmal optimiert optisch und dann kommt sowas hierbei raus und ich muss sagen, Halleluja, das ist echt verdammt scheißgeil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe sie auf der Messe ja gesehen, aber da hat man so viele Impressionen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ihr seht den Detailgrad hier. Es ist wirklich super, super cool. Ich habe auch den Farbton, das ist die Desert City Matte, ist das. Die gibt es auch nochmal in dieser Aufteilung als normale Matte, als verseuchte Matte, irgendwie mit lila Gedöns. Aber ich fand das hier gerade mit diesen Sand, eventuell auch Backstein. Fundamenten, Fragmenten hier, diese Brösel und Brocken überall, der Schotter und die Steine, die hier rumliegen, fand ich super geil. Auch die Aufteilung gefällt mir sehr gut. Ich gucke mal, ob ich das von oben einigermaßen so drauf kriege. So ganz so groß bin ich nicht. Hier diese Straßenzüge, nicht wahr? Die sich dann hier um diese Zentralruine quasi rumschlängeln. Hier ist so ein Hinterhof. Und dann geht's hier einmal links ab, alles schön kaputt, nochmal ein Abzweig und dann geht's hier rechts ab mit einer scharfen Linkskurve und nochmal ein Abzweig. Also ihr seht, massig Platz, um eure Gebäude oder Ruinen oder was auch immer dahin zu stellen. Wie gesagt, den Farbton finde ich super geil, kontrastiert nochmal sehr geil mit dem Grau, weil Grau in Grau mit den Kratern, die sieht zwar auch super geil auf, die Aufteilung ist die gleiche, gibt's auch als Schneematte nochmal. Und ja, aber das hier fand ich halt sehr, sehr geil, weil die Farbkontraste so immens sind und ihr seht diese Schärfe, ne? Das ist einfach genial. Und hier zum Beispiel dieses Gitter, was hier noch ist. Und ja, ich finde es einfach hammer, hammer gut, muss ich sagen. Der Spaß, der kostet allerdings auch 74,95 €. Hallo Schatzi. Und nicht wahr? Ja, gut. Spaß kostet, ist halt nun mal so und das ist ja auch eine Anschaffung, die man zig Jahre hat. Da kann man auf alle Fälle lange, lange mit spielen. Die sind auch kratzfest angeblich und dank dem Lotus-Effekt perlt da auch Wasser von ab. Also wenn man mal Getränke verschütten sollte, was es aber bei mir sowieso nicht gibt beim Zocken, nicht wahr? Weil, ne, Tabletop teuer und so weiter und so fort. Ja, ich bin absolut hammerzufrieden mit der Matte. Sie ist auf alle Fälle noch geiler, als ich sie mir vorgestellt habe. Und ihr werdet demnächst auf alle Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schlachten darauf sehen. Ich muss noch ein paar schöne Ruinen basteln dazu. 1, 2 habe ich ja. Aber ja, dazu gibt es allerdings nicht gratis, wie bei anderen Herstellern, gibt es für 10,95 € oder so, gibt es hier die große Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff. Die habe ich mir dann dabei geholt, weil macht einfach Sinn auch zum Lagern. Ihr rollt die zusammen, packt sie hier rein und dann ist gut. Und ja. Was soll ich sagen? Kraken Wargames Matte vom Standard auf alle Fälle top. Kann ich nicht anders sagen. Das Material ist natürlich Mauspad. Ist klar, ist auch relativ dick. Ich glaube 2 mm war ausgeschrieben oder so. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist hammer, hammer geil. Ich stelle euch nochmal ein Stück höher für ein bisschen mehr Impression. Und ihr seht, es ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Und ich habe schon richtig Bock darauf zu zocken, muss ich ehrlich sagen. Super, super schicke Matte. Gibt es, ups, da bin ich doch gleich mal hängen geblieben. Hier gibt es, wie gesagt, auch als Schneematte, als normale Trümmermatte.
Und die gibt es auch als verseuchte Matte mit so lila Schleimgleber, sonstiges da drauf. Und ja, bezogen habe ich die ganze Matte bei Fantasy Welt. Und ja, kam wieder zügig und alles gut verpackt und so weiter und so fort. Was soll ich dazu sagen? Ich schwenk noch einmal hier drüber und ja, wie gesagt, für 74,95 seid ihr dabei. Unter anderem bei Fantasy Welt zu haben. Die anderen Designs, die haben sie auch eigentlich alle da. Halt manche mit ein bisschen verzögerter Lieferzeit, aber generell ist eigentlich das Sortiment von Kraken soweit vorhanden. Und schaut da einfach mal rein, während ich hier noch so ein bisschen mich an den geilen Ruinen hier ergötze oder so ähnlich. Nicht wahr? Ihr merkt meinen Sprachfehler, da ist er wieder. Aber ihr seht, wie plastisch das aussieht. Ich finde das Konzept von diesem Bauen und dann abfotografieren und dann optimieren super, super gut. Und ja, definitive Kaufempfehlung. Wer Bock auf eine geile Matte hat, geile Matte. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal meine Frau, falls du das siehst, ja, ich habe sie mir gekauft und ich weiß, es war jetzt nicht unbedingt nötig, aber sie ist geil. Du wirst sie auch mögen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da, immer gern gesehen, nicht wahr? Und natürlich auch ein Däumchen. Auch gerne Kommentare, was ihr von den Matten haltet, ob ihr vielleicht sogar welche davon habt, welche ihr habt. Die andere, die ich habe, ist ja von Gamed.eu. Ist was anderes, ist halt grün, aber das hier ist natürlich mit den ganzen Steinbrocken, sonstiges vom Detailgrad was anderes. Jetzt, ne, optisch und auch, ja, geil. Einfach nur geil. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.